Über Jahrtausende hat der Mensch vernünftig gefischt und nicht mehr gefangen, als er zum Verzehr oder Verkauf benötigte. Wegen der zunehmenden Kommerzialisierung der Fischerei und der weltweit wachsenden Nachfrage nach Fisch aber sinken die Bestände. Das Problem ist nicht das Fischen an sich, da einige Betriebe verantwortungsvoll und nachhaltig fangen. Doch schlecht gemanagte Fischereien können Schäden anrichten. Wird eine von uns gern gegessene Art zu stark befischt, kann sie sich nicht mehr ausreichend erholen und vermehren und ihr Bestand wird langsam erschöpft. Das nennt man Überfischung. Heute ist fast ein Drittel der globalen Bestände überfischt. Wir könnten also zahlreiche Fische verlieren. Wenn nichts dagegen getan wird, könnten einige Arten aussterben. Die Überfischung ist nicht der einzige Grund für diesen Rückgang. Ein weiteres Problem ist der Beifang. So bezeichnet man Fische und Meerestiere, die ein Fangschiff versehentlich fängt, also nicht fangen will bzw. sollte. Zum Beispiel Vögel, Haie oder Meeresschildkröten. Oder auch Fische, die zum Verzehr noch zu jung oder klein sind. Man sollte sie im Meer belassen, damit sie weiter wachsen können. Was passiert mit Meerestieren, wenn Fischarten schwinden oder aussterben? Jedes Leben im Meer ist in einer Nahrungskette miteinander verbunden. Ob Räuber oder Beutetier, jedes Lebewesen ist von anderen abhängig. Wenn Räuber wie Kabeljau, Seehunde, Haie und Delfine ihre Nahrungsgrundlage verlieren, werden sie selbst auch verschwinden. Ich frage mich, wie eine Welt ohne Fische und Tiere wie Seehunde, Haie und Delfine wohl aussehen würde. Und was wäre mit den vielen Menschen aus all den Ländern, für die Fisch die wichtigste Nahrungs- und Einkommensquelle ist? Wie kann man Überfischung verhindern?